So, ich bin drin. Jo. Hä? Was denn? Wo bin ich denn? Bei der Base, oder nicht? Oh, ich hab zu Hause nicht gespeichert. Was? Fuck. Wo bist denn du? Ich hab nicht mal die Armbrust. Let's go! Nein! Ich hab quasi. Seitdem habe ich die Keycard. Ja, die habe ich. Seit wir aus der Keycard hier rausgekommen sind und beim Rausgehen das Zelt benutzt haben, habe ich nicht mehr gespeichert. Das heißt, die ganze Tour zur Armbrust habe ich jetzt. War ich nicht da quasi. Ah, es ist dunkel. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich sehe auf jeden Fall deinen Namen. Ja gut, ich habe jetzt noch Fleisch sogar, esse ich das. Okay, die Armbrust fehlt mir noch, müsste ich ja mal, ja scheiße, muss ich eigentlich nachholen jetzt eben. Ah, ich bin doch hier in der Armbrust, kacke. Oh fuck. Ja egal, dann habe ich sie halt nicht. Ja, ich bin gar nicht mehr so weit weg. Oh, jetzt sind hier wieder Kollegen. Seid mir nicht böse, aber ich möchte jetzt nicht spielen, ich möchte zu Antares, darf ich? Ja, guten Tag. Moin, moin. Ja. Nee, die gehört mir nicht, Kika. Die könnt mich mal. Tschüss. So, dann wäre ich wieder hier nach meiner Nachtwanderung. Yay. Gespeichert habe ich zuletzt in der Höhle, nachdem wir die Keycard geholt haben. Das heißt, Leute, mir fehlt die Armbrust. Dieser Teil ist quasi bei mir jetzt nicht vorhanden. Also im Let's Play schon, aber hier im Safe nicht. Ist aber nicht weiter tragisch. Habe ich halt keine Armbrust. Ist nicht so schlimm. Genau. Werden wir überleben. So, wir haben gesagt, wir machen eine kleine Crafting-Session. Und nachdem wir uns mit allem ausgerüstet haben, was wir hier so haben, gehen wir los zum Timmy, ne? Jo, also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da irgendwie craften soll. Ich baue hier einfach weiter, bis du soweit bist. Ja, mir geht es eher darum, dass ich die Medizin hier mitnehme, die ich haben möchte, dass ich Medis voll habe. So, dann habe ich hier, liegen noch ein paar Riegel, nehme ich zwei mit. Was haben wir noch? Guck mal, hier Mollys, habe ich noch Platz auf jeden Fall. Dynamit, wie sieht's da aus? Ich habe kein Dynamit. Ja, dann nehme ich das mit. So. Ich habe meine Schneeschuhe an. Alter, gut, dass es regnet. Genau, Wasserflaschen auffüllen. So, Bomben haben wir auch. Jackpot. 100%. Kann man welche bauen? Was braucht das nochmal? Münzen, ne? Uhren. Münze, Uhr. Oh, voll viele Rehe hier. Alk, ne? Und was noch? Stoff. Alk und Stoff. Echt? Nee, Tape. Alk und Stoff, ja. Tagesrationen. So, und das kannst du noch mit Baumharz verknüpfen, hast du eine Haftbombe. Und da hat er Spaß. Hat er Spaß. So, machen wir uns schöne Haftbomben hier. Eine Platine hätte ich noch, wenn ich es tragen kann. Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal kurz. Münze, Armband, Uhr. Kann ich dir alles geben? Ich habe halt keine Uhren, weißt du? Kann dir noch Material droppen. Ne, ich habe jetzt 5. Wenn ich die mache, habe ich 5 Stück. Oh, Uhr. Stoff und Alk. Ne, kein Stofftape. So. Wenn du noch Uhren über hast, kannst du mir geben, dann kann ich noch welche bauen. Ja, ich gebe dir jetzt auch mal hier die. Schmeiß einfach in die Regale die Uhren. Dann nehme ich mir die raus. Ja, hier, ich schmeiß dir hier das schon mal hin. Ich glaube, Uhren kann man nicht in Regale packen, glaube ich. Oh. Schau mal. Ne, hier kann man nur Essenssachen und hier kann man nur Sprengstoffsachen. Ich droppste dir hier auf mein Tablett. Auch nicht hier in die Regale, da kann man alles Uhr Mögliche reinschmeißen. Ne, kann man nicht. Ja. Hier kannst du nur essen und so. Hier, ist eine Uhr. Meine letzte. Und hier liegt noch eine Bombe im Sprengstoffbehälter hier. Kannst du die mitnehmen? Ja. Ich habe jetzt 4 Bomben. Ich habe Mollys, habe noch einen Stoff. Den verballere ich noch für Mollys. So. So, wo sind die? Wo dann sind die Uhren? 50 Pfeile. Du hast mir gerade eine Uhr gegeben. Das heißt, ich muss ja eine haben, ne? Wo sind die denn? Wo liegen denn die Flares, wenn man welche hat? Kannst du mir sagen, wo die Uhren liegen? Ich habe
Ich hab dir eine gegeben. Ja, die müsste ich ja jetzt im Inventar haben. Ja, die liegen hinter den Bomben, ganz versteckt. Hinter zwischen Stoff und Bomben. Ganz versteckt. Hinter sieht man nur ganz Bomben. Leicht. Also. Ah, ich hab 4 Stück. Bomben. Ja, siehst du. Da kannst du noch was basteln. Yes. Was zu viel ist, kannst du in den Halter packen. Ich bin voll. Ich hab noch viele Samen, die muss ich irgendwo reintun. Was fehlt? Geld, Alkohol. Stöcker habe ich dabei, Steine habe ich dabei. Was fehlt? Stöcker, ganz wichtig, hau dir alles voll mit Stöcker. Für Lagerfeuer und so unterwegs mal. Oh, guck mal, die hier, die kann ich gerne hier ablegen, die brauche ich nicht. Ich habe da alles. Keule hier. Alles nochmal weg. Guck mal, rostige Axt kann ich auch hier irgendwo. Haben wir nicht die rostige Axt noch gar nicht geholt? 1, 2, 3. Guck mal, wir haben die rostige Axt gar nicht in dem Spielstand. 1, 2. Lustig. 3. 1, 2, 3. Kann man nicht alles dreimal reinmachen und das ist gut? Nee, nee. Das wäre Duct zu einfach. Duct Tape. Da. Doch. Geht. Zack. Ups. Zack. Ah! Wieso kann ich das nicht entfernen? Ah, doch, jetzt. So, was habe ich wieder rausgemacht? Eine Uhr, ne? Reichen 3 Heckenkirschen für Giftpfeile? Das mit den Uhren ist ja echt Schabernack. Schabernack. Komm schon. Geht doch. So. Gut. Oh, ich sollte mal was anderes in die Hand nehmen. So. Jo. Wie sieht's aus? Oh, der ist fast fertig. Bist du noch da, ja, ne? Ja, klar. Ah. So, trinken. Auffüllen. So, einmal meinen Sack voll machen. Wenn man über so einen Scheiß noch lachen kann, ist alles gut, ey. Oder? Wie sehe ich das? So, getrocknetes Fleisch. Wie viel kann ich davon mitnehmen? Ach, die Zwille. Ja, die brauche ich jetzt noch. Ah, mehr geht nicht. Gut. So, so, Axt ist auf 3. Dann können wir auf die 4 können wir uns. Wir haben ja keine Armbrust, dann können wir uns ja die Flairgun packen auf die 4. So. Haben wir alle Waffen beisammen. Zur Not haben wir immer noch hier Haarspray und alles andere. Guck mal hier, die Flugzeugaxt. Die können wir doch auch in den Waffenhalter tun. Ist mein Inventar nicht so überfüllt? Das brauche ich doch alle nicht mehr hier. Dafür haben wir den Scheiß doch hier stehen. So. Hä? Jetzt habe ich meine Zwille da reingepackt. Hallo? Kann man die Axt nicht ab... Ist die jetzt weg? Ne, da. Die Schädel kann man nirgendwo hinpacken, ne? Welche Schädel? Ja, so Schädel. Ey, ist die gute Axt, die will ich doch haben. Man kann die Flugzeugaxt nicht droppen, das ist so ein, oh. So ein Ding, das gehört zu dir so, weißt du? Ja. Krass, okay. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Aber du bist mein Inventar jedenfalls nicht so überfüllt. Die Outfits. Behalten wir unser Priester-Outfit an? Von mir aus gern. Ist doch lustig. Paladin. So, ich speichere nochmal, ne? So. Ja, gute Idee. Speichern sollte ich mir angewöhnen, jedenfalls. So. Und dann würde ich sagen, ziehen wir los, oder was? Ja, ich esse jetzt noch einen Riegel und Leute, dann... Ich habe keinen Schildkrötenpanzer. Brauche ich den für unser Vorhaben? Nö. Brauche ich nicht? Nö, nicht, dass ich wüsste. Gut. Gut, falls ihr euch fragt, wir wollen ins Sinkhole jumpen.
Wir werden dort oben auch speichern, weil ich meine, wir sterben eventuell absichtlich quasi durch den Sprung und wollen dann nicht jedes Mal irgendwie wieder vom Flugzeug laufen und alles neu sammeln und Ausrüstung verlieren. Aber wir wollten mal einen anderen Weg wählen. Wir sind sonst immer über die Höhlen gelaufen und ich glaube, Höhlenrunden haben wir auch mehr als genug gemacht. Genau, also wir sind bisher immer diesen regulären Weg gelaufen und warum nicht mal anders machen, ne? Jo, wenn Ehrenrunde, richtig, ne? Genau. Vor allem für uns jedenfalls, vielleicht kennt ihr das ja schon, ist für euch ein alter Hut. Ich glaube, die wenigsten laufen tatsächlich den regulären Weg, so wie ich mitbekommen habe, in Foren oder in Facebook-Gruppen zumindest. Da ist das schon gang und gäbe halt, dass man weiß, wie man da runterkommt. Da bin ich so der Nachzügler gerade. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Gesehen habe ich es einmal irgendwo, vor Ewigkeiten, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also ich bin da schon öfter runtergejumpt. Ich habe mir sogar mal einen Weg gebaut, wie man von unten wieder hochjumpen kann. Das ist natürlich das Besondere, ne? Das ist richtig tricky. Muss man sich hier und da so ein kleines Gestell hinzimmern, dass man da überhaupt wieder zurück hochjumpen kann komplett. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich noch weiß. Also ich habe das halt so gemacht, dass ich trotzdem in diese Zwischenhöhle gegangen bin, weißt du, dieser Zwischenbereich. Und von da aus bin ich erst runtergesprungen. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Trial and Error, würde ich sagen. Wir speichern oben am Zelt ab dann. Wir bauen gleich ein kleines Shelter. Jo. Und haben ein bisschen Spaß, indem wir da runterjumpen. Wenn es klappt, warten ja unten auch dann sofort schon die Mutanten auf uns. Unten sind ja die Dicken, die Cowmans und ich glaube ein, zwei Armsies oder sowas. Die warten da ja auf uns schon dann. Ja. Da geht es dann nochmal rund. Da stauben wir noch ein bisschen Rüstung ab. Ja, und dann müssen wir nur noch reintauchen. Dann kommen wir ja schon in diesen langen roten Flur, oder? Mit der Keycard, glaube ich. Irgendwie so. Ich weiß, ist jetzt schon wieder was her, wo wir da dort gewesen sind. Ah, hier ist irgendwas Großes in der Nähe. Echt? Jo. Lass mal töten. Ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Ja. Klingt wie ein Armsee. Wo kommt man hier runter? Hier, sieh doch. Hast du ihn schon gesehen? Nö, ich habe das Sinkhole gesehen. Guck mal, das ist schon mal eine kleine Übung. Ui, schon vergeigt. So, hier wäre das Sinkhole. Ja, lass uns doch einfach hier mal so ein Ding bauen zum Speichern, aber nicht das Einmal-Shelter, sondern dieses mit Baumstämmen, ne? Ja, mach das mal. Setz das mal hin. Achte mal auf diesen Dicken, der hier irgendwo ist. Hörnig! Reicht schon. Da ist er. Wow. Sag mal, wo kommst du denn her? Wie macht man nochmal Feuerpfeile? Mit Stoff, Alk und Pfeil. Vorsicht, das sind auch noch kleine. Ja, ich habe keinen Alk. Oh, der hat uns einen Baum. Wow. Das ist aber nett eigentlich an sich. Guck mal hier, hinter dem See. Ja, ich bin gerade voll beschäftigt. Also, ich habe eigentlich keine Angst, nur ich will nicht so viel Leben verlieren jetzt und so.
sparen eigentlich. Ach, verdammt. So viele Viecher hier, du. Oh! Wo bist du? Hier bei den Mutanten. Oh Gott. Er hat schon eine Power, ne? Ja. Ah, ein Glück angezündet. Ja, ich hab mal so eine Flare verschossen. Ich dachte, er dreht sich zu dir. Down? Ja. Yo. Sehr gut, die sparen wir uns schön auf. Haben wir schon mal zwei, ne? Oh, da sind noch kleine irgendwo. Vorsicht. Oh, nein, Inventar. Scheiße. Bin in mein Inventar reingesprungen. So, ich habe schon mal gespeichert. Jo. Ich habe den hier erledigt. Ich nehme einmal Midis. Einmal voll machen, dann speichere ich auch jetzt. Sehr gut. So, jetzt was machen wir hier? Entweder versuchen wir es direkt von ganz oben oder wir... Ja, ich folge dir. Was heißt denn versuchen? Also einfach so oder ja, wie, an der Wand entlang sliden oder was? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es von hier oben geht. Ich weiß nur, wie es von der Höhle ausgeht, ne? Hast du denn irgendwo, wo du denkst, guck mal da hinten so lang, oder? Ja, das gucke ich ja gerade. Kommen wir einfach mal runter. Ich guck gerade, wo es vielleicht gehen könnte. Also ich würde tippen da auf der Höhe der Höhle, so da. Der Zwischenhöhle, dass man dort irgendwie landet vielleicht. Weißt du? Ja. Vielleicht, maybe. Ah, oh, da kommen die Idioten wieder. Vorsicht. Ah, vielleicht jumpen die ja hier runter. Ja, hier sieht doch ganz gut aus hier eigentlich. Ja, hast du eine Stelle gesehen? Ja, hier lang. Genau da, wo du jetzt lang gehst und dann da hinten rum irgendwie. Also wir haben gespielt. Wir könnten auch von oben versuchen, Alter, direkt unten in das Wasserloch zu springen, ey. Ich glaube, so weit kommst du nicht. Ne? Glaube ich nicht. Okay. Ja, Antares macht den First Try. Lebst du? Ja. Okay, von hier bist du. Ich habe keine Medis. Also abgerutscht. Oh, fast du! Ja, ich auch. Hast du Medi für mich? Ich hab keine. Ich hab 4 Stück, ja. Warte mal. Ich geb dir einen. Jetzt habe ich noch 2. Bitte. Danke. Oh, knappe Geschichte, ey. Ja, doof, dass ich keine Medis hab. Jo. Aber ich glaube, die finden wir auch noch unterwegs. Das haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück geschafft, du. Ja, aber das geht auf jeden Fall, siehst du? Hier zwischen landen. Schon mal gut. Ja, guck mal, hier geht's auf jeden Fall. Wir sind eigentlich schon so gut wie unten. Ich warte jetzt erstmal, bis ich geheilt bin. Ich auch, logisch, ja. Aber hier. Wir müssen nur gucken, wie es dann weiter runter geht. Ja, ja, siehst ja, hier kann es ja. Weiter geht, ja, ne? Ach ja, okay. Komm mal her, ich gebe dir lieber einen Medi. Ach, guck mal, da ist die Höhle. Also wenn wir da hinkommen, dann kann ich auf jeden Fall den Rest sagen. Wie? An der Wand lang, oder? Weiß ja nicht, ob wir da... Oder willst du aus der Höhle dann laufen? Nein, wenn wir da hinkommen, dann kann ich dir sagen, wie wir weiter nach unten kommen. Guck mal. Willst du es riskieren jetzt und dann unkontrolliert fallen? Ich bin doch schon da. Echt? Ja, bin da. Ja, es geht. Jo. Oh!
wieder Leben verloren. Ist nicht schlimm, ich esse mal was. Gib hier mal die Stickies auf. Jo, ich habe die jetzt auch gerade verballert beim Shell da. Gibt's hier noch mehr irgendwie? Was ist denn hier? Ach, guck mal. Flares, sehr geil. Ich habe geguckt, ob es hier Medis gibt. Das wäre natürlich super. Oh, geil. Hier gibt's Soda, richtig gut. Oh, Alkohol. Ah, Medis finden wir, glaube ich. Und Medis. Auf dem Weg. Oh. Das ist gut. Nice. Richtig gut. Ja, die konnte ich gebrauchen. Jo. So. Können wir hier speichern? Nee, ne? Hier ging's theoretisch ja nicht, ne? Könnten wir hier speichern, indem wir uns hier noch ein Dings bauen, ne? Konnten wir doch nicht letztes Mal hier. Ach so, stimmt. Ja. Ging doch nicht. Warte mal, ich lade mal kurz meine Flare auf. So. Die werden wir unten brauchen. Vielleicht. Es wird dunkel, scheiße. Ja, das ist echt mies. Na gut, egal, komm runter jetzt. Ja, ja. Ich gucke ja gerade, wo es runterging. Hier ging es runter. Hier. Bist du bei mir? Naja, ich folge dir. Ist noch da und jetzt hier ein Stück wieder zurück. Oder lieber da lang. Guck mal, die von hier oben kriegen, ja klar. Ich glaub. Das gut? Ja, ja, ja. War das so gewollt? Ja. Komm ich da auch hin? Ja, verlierst ein paar Leben, aber dann bist du unten. Oh ja, okay. Halbes Leben. Also wir sind unten angekommen. Guck mal, wir können auch von hier oben alles absnipern, oder? Ja. Ja, weil das sind diese blauen Armen, siehst du? Oder wir laufen einfach ins Wasser und sparen uns die Munition. Also ich hätte schon gern die Rüstung, deshalb meine ich. Da liegt auch noch unten das, am Helikopter liegt die, na sag schnell, Machete. Ja, die Frage ist gerade nur, lohnt sich die Munitionsaufwand für den einen... Da sind mehrere, da sind noch zwei Kaumens, glaube ich. Ja, deswegen, ja. Wir brauchen. Hast du keinen Bock? Die Rüstung? Ja, das ich habe nur zwei Rüstungen. Ja. Weißt du, drei Hits aushalten, aber nachher nicht mehr schießen können, keinen Schaden mehr verursachen können, weil wir kein. Nichts mehr haben, was Schaden verursacht. Wir haben Pfeile, du hast die Armbrust, noch. Wir haben Nahkampfwaffen, noch. Leuchtpistole, ja. Mollys, mein, Bomben. Ich meine ja nur. Ne, ich auch. Also, ich wäre dafür, dass wir den abballern. Jo, dann go. Sehr gut. Ich habe die Schusserlaubnis. Also ich glaube halt, der wird im Easy-Mode ziemlich leicht. Der Boss. Wir haben dort auch noch die Gaskanister, falls du noch dich erinnerst, die wir benutzen können. Ja. Und wenn der dich mal trifft, ist Rüstung sehr gut. Weil der hat ja durchaus ein bisschen Schaden, den er macht. Ist der schon tot? Nee. Sehr gut. Treffe ich den da hinten schon? Kann ich ihn schon mal pullen? Versuch's mal. Nee. Vorsicht. Ich nehme mal nochmal Medis. Wo ist denn der Kollege? Ah, guck mal, da ist ein kleiner. Boah, ich bin unten. Yo, Alter, Action Jackson. Läuft bei dir, Mann. Ist er down? Nee. Nee. Ich bin aber auch ziemlich unten bei dir hier. Aber noch oben. Schieß von oben. Er frisst auf jeden Fall Pfeile ganz gut. Oh, der ist oben bei dir. Vorsicht. Okay, die Aufnahme muss ich definitiv heller machen. Da hinten. Guck mal, da ist noch ein kleiner, den können wir schon mal abholen, oder? Treffen wir den?
Oh, Mahlzeit. Hast du mich jetzt gesehen, oder? Oder bist du bei mir? Ach, du bist bei mir. Na, komm da raus jetzt. Okay, ich riskier's mal. Ich gehe runter zu dem mit Machete. Machete, wo ist die? Auf der 2. So, ich habe die Machete jetzt. So, ist down. Ah, siehst du. Der war schon fertig. So gut wie. So, Machete. Und hier gibt es auch noch so ein Fliegerkostüm oder so. Habe ich Machete? Ja, Machete gesammelt. Sehr gut. Und das Kostüm. So, und hier kann man, glaube ich, runtertauchen, ne? Ja, da sind noch Kaumens, wenn du möchtest. Ja, ich nicht. Wegen Rüstung. Du nicht. Du bist noch gekommen jetzt, hä? Ja, kannst ja hier überall drauf jumpen. Oh, ich habe erstmal Besuch von 3 Leuten jetzt. Oh, shit. Hoch, hoch. Guck mal, auf einmal geht's. Ja, unter Druck geht's dann, ne? Da sind 2 Kaum. Oh, guck mal. Oh, wir können auch einfach reintauchen, ne? Oh, der ist runtergefallen. Lass einfach reinspringen. Schaffen wir das von hier?